Aus dem Chaos von Schuld und Schande kann eine Ordnung in demokratischer Freiheit nur entstehen, wenn wir uns auf die kulturgestaltenden, sittlichen und geistigen Kräfte des Christentums besinnen. Einer der ersten Sätze aus dem Gründungsaufruf der CDU vom 26. Juni 1945. Notprogramm für Brot, Obdach und Arbeit. Unionsfraktionschef Volker Kauder gratuliert zum 70. Geburtstag der CDU. Die CDU ist eine große Volkspartei, der es gelungen ist, die unterschiedlichen Interessen in unserem Land zusammenzuführen, zu bündeln und daraus ein Handlungskonzept zu entwickeln, das dann auch für unser Land gut war und das unser Land handlungsfähig gemacht hat, vor allem in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hat uns natürlich sehr beeindruckt, Konrad Adenauer. Aber es war mehr ein Thema oder zwei Themen, die mich zur CDU gebracht haben. Es gab damals eine intensive Diskussion über die Frage, ob die deutsche Einheit weiter vorankommt, wenn man die DDR anerkennt oder nicht. Und ich war leidenschaftlich für die deutsche Einheit und nicht für die Anerkennung der DDR. Und das war ein Thema der CDU. Und ich kam aus der evangelischen Jugendbewegung. Das war damals noch möglich, zur Jungen Union zu kommen von dort aus. Christliches Menschenbild war mir wichtig und so kam ich dann zur CDU. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft der CDU? Ja, dass sie weiter Volkspartei bleibt, auch in einer Zeit, wo die Interessen vielfältiger werden, wo es immer schwerer wird, die unterschiedlichen Vorstellungen einzelner zu bündeln. Aber das wird notwendig sein und deswegen wünsche ich, dass die CDU auch in der Bevölkerung weiter dazu gewinnen kann. Wir müssen vor allem Menschen mit Migrationshintergrund mehr an unser Land und unsere Politik heranführen.